Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Hearthstone. Hier ist euer Giga Greevy. Und was ist denn da passiert? Na, wir hatten es ja eigentlich schon so gut wie ausgemacht, ne? Schöne Folge Hearthstone, diesmal mit dem Priester, alles kein Problem und hoffentlich gewinnen wir. Soweit so gut. Also, aufgenommen, hat auch alles funktioniert und was passiert dann? Die Aufnahme schmiert ab. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Und wisst ihr, woran das lag? An Java Update. Yay! Da habe ich mich natürlich sehr geärgert. Ich habe dann Hearthstone direkt wieder gestartet, denn Hearthstone schmiert irgendwie permanent dann ab, wenn man gleichzeitig mit Fraps aufnimmt und dann auf den Desktop geschmissen wird. Das ist etwas ärgerlich, aber gut, sei es drum. Ich konnte die Partie allerdings fortsetzen, also ich war schon in einer Partie drin, gegen einen Jäger, der ein Level über uns war. Und ich habe mit unserem Priester gespielt, der noch keinerlei Karten freigeschalten hatte. Und ich habe gewonnen. Und das war eine richtig coole Runde. Und die habe ich nicht aufgenommen. Da ärgere ich mich richtig, richtig. Und vor allem ist es sehr schade, weil ihr eben dann gestern Abend nicht noch die Folge anschauen konntet. Das heißt, ich werde sie jetzt heute Morgen gleich hochladen. Weiß natürlich nicht, ob ihr sie dann genauso schnell anschauen werdet. Aber gut, das Ganze ist ja immer on demand, wie die Medienexperten heutzutage sagen. Das ist ja auch das Schöne am Internet. Man kann sich immer aussuchen, wann man die Videos sehen möchte oder ob man sie nochmal sehen möchte. Und ich möchte keine Zeit verlieren und direkt nochmal mit dem Anduin-Rin in ein gewertetes Spiel steigen. Ihr seht, wir sind noch aufgestiegen, ne? Wir haben jetzt hier auch Rang 20. Wir brauchen noch einen Sieg, dann leveln wir schon wieder auf. Und dann ist es aber so, dass jede Niederlage uns wieder zurückwerfen würde. Also jetzt haben wir noch ein kleines Polster. Ich bin mal sehr gespannt. Und ich sehe schon, wir haben ja immer noch 180 Gold. Das heißt, wir können da nochmal fleißig Karten kaufen. Anduin gegen Gul'dan. Eure Seele wird mir gehören. Das Licht wird den Sieg bringen. Okay, das Licht wird den Sieg bringen. Hoffen wir es mal. Wir haben eine sehr gute Starthand, wie ich meine. Links the Moon. Und wir fangen nicht zuerst an. Gedankenschlag. Mit dieser Karte habe ich übrigens letztens das Spiel gewonnen. Okay, er hatte nur noch... Also, ich hätte sie nicht mehr gebraucht, aber ich habe sie mir bis zum Schluss aufgehoben. Und ich glaube, diese Taktik werde ich wieder verfolgen. Wir spielen eigentlich gegen unser Gegenteil. Unseren Gegenpart. Ja? Der Hexenmeister. Der sich lieber Leben abzieht. So, wir fangen mal mit ihr an. Den Blutsumpfraptor heben wir uns mal noch auf, wobei das ja ziemlich dumm war. Es wäre besser gewesen, den Blutsumpfraptor zuerst zu spielen, aber man weiß ja nicht, was er so für Zauberkarten auf der Hand hat. Genau sowas zum Beispiel. Na, mal schauen, was er jetzt macht. Er kann uns sehr gerne angreifen mit seinem Schleim. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich den Schleim überhaupt nicht leiden kann. Das ist sehr ärgerlich. Aber gut, ich möchte die Runde eigentlich unbedingt gewinnen. Gerade nachdem ich ja jetzt so viel Glück hatte. Was macht er denn jetzt? Ja, genau das. Was? Nein? Okay, er greift direkt an. Jetzt ist die große Preisfrage. Das wäre eine absolute Verschwendung. Ich weiß gerade nicht so richtig, womit wir angreifen wollen. Die Blutelfenklerikerin kann manchmal sehr gut sein, vor allem in Kombination mit einer Sportkarte. Aber ich glaube, ich mache das jetzt wie folgt. So blöd das vielleicht auch ist. Ich werde es versuchen. Ja, das tut mir sehr leid, aber das ist irgendwie auf Sicherheit spielen. Das ist wirklich ärgerlich. Ich mag die Blutelfenklerikerin. Die kann einem nochmal so einen richtigen Boost verpassen auf eine Sportkarte. Ingenieurslehrling. Okay, er geht offenbar voll auf seine Karten, hat aber jetzt kein Mana. Das heißt, er spekuliert darauf, in der nächsten Runde zuschlagen zu können. Das kann er ja auch gerne machen, da habe ich kein Problem damit. So, erstmal eine Spottkarte. Jetzt ist die Frage, ob wir die Blutelfenklerikerin noch spielen wollen. Aber ich glaube, wir stellen erstmal zwei Leben her.
Das war eigentlich auch sehr dumm, was wir gerade gemacht haben. Wir hätten seinen Lehrling platt machen sollen. Ich hoffe, wir haben noch genügend Zeit in der nächsten Runde, weil dann können wir nämlich die Klerikerin spielen, unseren Diener dann heilen. Was macht er jetzt? Oh, Blutsauger. Deswegen hat er eine Karte gezogen, weil er wusste, dass er sie wieder bekommt. Und da haben wir zum Beispiel schon eine Spottkarte, aber die spielen wir erst in der nächsten Runde aus. Ist jemand verletzt? Vorwärts! Weil ich jetzt noch diese Kombination hier spielen wollte. Oh, noch besser, verleiht einem Diener zwei Leben. Das heben wir uns aber auf für den Silberrücken, glaube ich. Ja, das heben wir uns auf für den Silberrücken. Auch die Klerikerin von Nordheim, auch die möchte ich mal noch nicht einsetzen. Man weiß manchmal nicht, wofür man die Monster noch gebrauchen kann. Ja, in meiner Minecraft Bed Wars Folge hat jemand gefragt, ob ich denn auch über Minecraft Leben bei Herr Bergmann reden kann. Und ich hatte das ja schon angedeutet, ne, dass ich das Leben gerne machen würde. Au. Das tat weh. Leben gerne machen würde. Und ich glaube, dass ich das auch demnächst bei einer Minecraft-Bedwars-Folge machen werde. Ich werde mir auch wahrscheinlich jemanden hinzuziehen, einen sehr guten Freund von mir, der dann mit mir darüber plaudern wird. Ist jemand verletzt? Ich denke, das könnte ganz cool werden. So, die heilen wir mal noch. Vorwärts. Sehr schön. Ja, also wie gesagt, ne, also das wird definitiv passieren, zumal ich ja, wie ihr schon festgestellt habt, ein, ja, das klingt jetzt komisch, ich will nicht sagen Fan, ich würde mich jetzt nicht als Fan von Herrn Bergmann beschreiben, ich schätze einfach seine Videos, ja, ich bin halt bei YouTube auch oft auf der Suche nach Leuten, die Qualität, Charisma und Authentizität bieten können. Nun ist mir natürlich die Folge von Herrn von Jan Böhmermann nicht entgangen, der natürlich ein bisschen abrechnen will mit den YouTubern, die gerade unter Tom Beck eben ihre Videos produzieren, ja, und einzig und allein darauf abzielen würden. Was macht er jetzt? Genau, einzig und allein darauf abzielen, 13-jährigen Kindern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Autsch. Das tat weh. Was machen wir jetzt? Ich bin gerade in der Tat etwas... Ich bin gerade sehr am Überlegen, was er macht. Er wird nächste Runde meine Spottkarte angreifen, ganz klar. Ich bin gerade sehr... vorsichtig. Ich will keinen Fehler machen. Aber ich glaube, wir fahren am besten, wenn wir uns heilen und ihn hier spielen. Das ist so ärgerlich, dass wir halt... Wir müssten eigentlich die Spottkarte angreifen, aber das wäre ein riesengroßer Fehler. Schnell entscheiden. Ja, ich weiß. Sofort. Wir machen es mal so. Wir haben ja noch etwas Puffer. Aber ich glaube, wir hätten unsere Klerikerin etwas besser spielen sollen. Zum Beispiel jetzt erst angreifen und sie dann gleich wieder heilen. Ja, jetzt macht er natürlich unsere Spottkarte platt. Das war anzunehmen. Und er zieht auch nochmal eine Karte und hat noch 3 Mana. Okay, das Ganze wird jetzt doch etwas heikel. Vielleicht aber doch nicht. Wenn ich jetzt den Schildmeister spiele und dann die Blutelfenklerikerin. Das Dingo! Ja.
Das Dingo, jahaha. Plus eins, plus eins. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. So, jetzt hat der schon mal 5 Angriff. Sofort. Zack. Ja gut, ich habe halt meine Klerikerin wieder nicht so eingesetzt, wie man sie einsetzen sollte, aber naja, wir haben die Spottkarte, die muss uns jetzt erstmal ein paar Runden dienen. Es sei denn, er hat wieder eine Zauberkarte, bitte nicht. Noch eine weitere Spottkarte. Oh Gottes Willen, zum Glück hat er uns direkt Schaden abgezogen. Was hat er noch auf der Hand? Was hat er noch auf der Hand? So allmählich muss er ja wirklich ein... Au. Nein, bitte nicht. Jetzt, nein, jetzt muss er ihn platt machen. Ah nein, ha, er kann ja gar nicht. Er muss ja die Spottkarte. Oh mein Gott, was für ein Glück. Was für ein Glück. Ja, danke schön. Ja, entweder wir spielen jetzt den Diener hier und heilen ihn mit 2. Weil ich würde halt schon sehr gern den Kernhut noch ausspielen wollen. Boah, das ist jetzt... Ja, ich frage mich jetzt tatsächlich, ob... Pass auf, wir machen das jetzt so. Zack. Und zack. Und greifen ihn dann einmal direkt an. Und in der nächsten Runde muss ja was passieren. Wir können ihm ja so oder so noch 5 Schaden zufügen, ne? Also das... Oh, sieht gut aus. Oh, es sieht gut aus, Leute. Es sieht gut aus. Ja. Jetzt muss er sich entscheiden. Er kann bestimmt eins meiner Monster platt machen, aber er weiß nicht welches. Ja gut, das bringt ja gar nichts. Das Dingo. Ja. Eine Spottkarte. Ja, jetzt hat er nochmal alle... Jetzt muss er schauen, ob er noch irgendwas bekommt, aber das war's. Gut gespielt. Gut gespielt. Das sage ich jetzt so mit... Ja, ja. Priesterpower, Priesterpower, ja. Ich sag doch, der ist einfach unglaublich. So, Siegessträhne Bonus, Ingenieurslehrling, wir sind Level 19. Jawohl. Stark, stark. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr man sich freut, dann, wenn man die Aufnahme nochmal machen muss, mit einer Klasse, mit der man noch so wenig Karten freigespielt hat, und dann trotzdem zu gewinnen. Also, ich verstehe jetzt, warum ein sehr guter Freund von mir, der mir dieses Spiel ja empfohlen hatte, immer mit dem Priester spielt. Oder zumindest damit sehr oft gewinnt. So, 2 von 3 Siegen eingefahren, sehr schön. 40 feindliche Diener besiegt. Jawohl, vernichtet sie alle. Boah, das tut gut. Ja, sehr schön. Gewinnt 7 Spiele in einem beliebigen Modus. Haben wir jetzt auch schon 2 von 7. Stark. 220 Gold. Jetzt können wir uns sogar 2 Booster-Packs kaufen. Das mache ich aber dann bei der nächsten Folge. Und ja, das rendere ich hier alles ganz schnell. Packt das hoch. Wenn ihr Vorschläge habt für bestimmte Klassen, wenn ihr irgendwas sehen wollt, gerade auch bei diesem Spiel oder auch abseits davon, vielleicht auch bei anderen Let's Plays. Ja gut, okay, da könnt ihr auch in den jeweiligen Parts dann des anderen Let's Plays schreiben. Aber ich bin auf jeden Fall immer offen für Vorschläge, für Kritik, für alles Mögliche und kann immer nochmal betonen, dass ich mich über jeden einzelnen Kommentar, über jede Bewertung freue. Und ich weiß, dass ihr hier an der Stange bleibt, ja, dass ich auch versuchen muss, euch an der Stange zu halten. Und das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Und ich hoffe, das wird auch noch lange so bleiben. Und jetzt wünsche ich euch einfach noch einen wundervollen Dienstag. Macht es gut. Bis dahin, euer GigaGreevy. Ciao, ciao.